Tag 36. Ich bin immer noch alleine. Seitdem unser Schiff gesunken ist, bin ich immer noch alleine. Ich glaube, ich werde langsam verrückt. Ich sehe immer wieder, wenn ich einschlafen möchte, wie unser Schiff sank. Na gut, so dramatisch ist Minecraft denn doch nicht. Ja, hier ist wieder Afrofin mit einer neuen Aufnahmesession. Wie ihr seht, habe ich ein Texturenpack drin. Ich muss mal kurz gucken, wie es heißt. Resource Pack, es heißt Canecraft. Ja, und mit dem spiele ich jetzt. Ja. Wo waren wir denn stehen geblieben? Das ist ein bisschen her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Also, ich glaube, hier ein bisschen was von dem Getreide ist noch nicht fertig. Toll. Naja. Hatte ich nicht irgendwo eine Kiste? Ich hatte doch irgendwo eine. Weil ich hab... Ah, nee. Oh. Ich hab immer noch alles im Inventar. Ja. So. Jetzt bin ich bereit für eine Kiste. Na. Also das ist... Mit dem Texture Pack spiele ich normalerweise nicht. Das habe ich seit gestern. Ja, seit gestern. Und ja, ich habe das halt vorher noch nie benutzt. Also manche Sachen sehen ganz cool aus, andere nicht so sehr. Ja, und was wollte ich machen? Ah, genau. Ich wollte heute das erste Mal minen gehen. Denn dieses Spiel heißt ja Minecraft und also gehen wir Minen suchen. Oder, ja, Rohstoffe eher. So, dann brauchen wir noch ein bisschen Kupplee. Pflasterstein, genau. Und dann baue ich mir mal erstmal drei Spitzhacken. Das ist eine Spitzhacke. Habe ich denn hier noch eine? Oh, ich habe eine Spitzhacke. Ja. Ein bisschen Holz nehme ich mit, weil ich mir ja noch... Ich werde mir sehr, sehr wahrscheinlich noch Fackeln bauen müssen. So. 24, das... Noch zwei. So. Jetzt bin ich bereit. Schaufel. Zwei Schwerter. Ich finde, das Holzschwert sieht ja episch aus. Sieht aus wie ein Baseballschläger. Ach ja, Essen. Essen ist gar keine so schlechte Idee. Lehm raus. Lehm rein. Und jetzt... Oder ist das gebraten? Ist das Steak gebraten? Ich glaube schon. So gut, dann suche ich mir eine Mine... Und gehe meinen in Minecraft. Ja. Ich weiß auch, doch ich hatte eigentlich einen Plan, was ich erzähle. Also ich hatte gedacht, ich erzähle oder ich rede darüber, dass es Nacht wird. Nein, eigentlich nicht. Ich wollte mal das Thema Politik anwerfen. Oder ein politisches Thema anschneiden. Ich weiß, es gibt Leute, die finden sowas sehr langweilig, aber... Also es geht auch um diesen, der Amerikaner, der das mit der Späh-Affäre aufgedeckt hat. Und ich wollte halt... ein bisschen was dazu erzählen. Also erstens finde ich sehr gut, was er gemacht hat. Auch sehr mutig. Weil, wie man hört, haben die Amerikaner, also die Regierung hat ja jetzt seinen Reisepass für ungültig erklärt. Und er sucht ja jetzt Asyl in Russland.
Und er würde in Amerika soll er auch wegen, ich glaube, Hochverrat oder Geheimnisverrat angeklagt werden. Und eigentlich wird er ja ange. Eigentlich hat er ja nichts. Also er hat so von meinem Standpunkt aus hat er ja gar nichts Böses getan. Er hat eigentlich ja einen Missstand aufgedeckt. Also ja, das gefällt der amerikanischen Regierung ja gar nicht, aber Creeper. Aber eigentlich hat er nichts Falsches getan. Finde ich. Also er hat sich eigentlich sehr vernünftig verhalten. Und ja, nicht jetzt unter. Also ich wollte jetzt sagen, dass er unter. Also er, dass er sein Leben riskiert. Nein, aber er hat sich ja dafür eingesetzt, dass sozusagen Gerechtigkeit, also der Gerechtigkeit zu verschaffen, weil das ist ja eigentlich schon ziemlicher, also wir dachten alle, also man denkt ja so, ja, wenn ich im Internet bin, ja, meine Gespräche werden ja nicht aufgezeichnet, oder zumindest gibt es Gesetze dafür, dass sie nicht aufgezeichnet werden. Und dann kommt er halt und sagt uns, ja, eigentlich haben euch die Amerikaner die ganze Zeit abgehört. Edge. Ja, und also ich finde das gar nicht schlecht. Also ich finde, er verdient auch Bewunderung für. Ich habe auch gehört, gestern gab es im Mittagsmagazin, also im Fernsehen, dass er einen Preis bekommen soll, der heißt Whistleblower-Preis. Der wird von irgendeiner Jury vergeben. Und es geht halt darum, also es gibt auch keinen richtigen Ausdruck für Whistleblower, also keinen deutschen zumindest. Das heißt halt, dass er also Whistleblower sind Leute, die Missstände in Regierungen und Firmen zutage bringen. Und das finde ich lo ich finde ihn ich finde das gut, dass er das gemacht hat. Und dann habe ich mir die weitere Frage gestellt, kann man in Deutschland wegen Hochverrats oder Geheimnisverrats eigentlich angeklagt werden? Weil das ist ja eigentlich, das sieht man ja in seinem Fall, er hat eigentlich etwas Gutes getan, soll dafür aber verknackt werden. Das ist schon irgendwie blöd. Naja. Eigentlich dachte ich, könnte ich dazu mehr erzählen, aber kann ich irgendwie gar nicht. Naja. Okay. Konzentrieren wir uns auf meinen. Also, ich habe jetzt. Die ist verbrannt, die Fledermaus. Ich habe jetzt ein bisschen Kohle, ein bisschen Eisenerz und Lapis Lazuli. Sieht alles ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Also, ich bin das hier eigentlich nicht gewöhnt. Das Eisen schmelzt sich gleich mal, weil ich mir dann eine Eisenspitzhacke crafte für Gold und Diamanten und sowas. Obwohl ich kann eigentlich alles schmelzen. So. Dann kann ich mir jetzt Fackeln bauen. Sticks. Warte, machen wir 64 draus. Genau. Dann habe ich auch noch ein paar Stöcker und Fackeln. Also eigentlich, von wo komme ich denn her? Ach, von da oben. Eigentlich ist das, mache ich das öfters, dass ich keine Fackeln setze und dafür die Helligkeit auf ganz hoch stelle. Aber das ist, ich glaube, dass das für euch als Zuschauer ein bisschen langweilig ist. Also baue ich Fackeln. Obwohl das eigentlich eine ziemliche Verschwendung ist. Egal. Ja, neues Gesprächsthema. Minecraft. Also generell Minecraft. Also ich spiele Minecraft ja seit der 1.7.3. Die ist, glaube ich, 1 oder 2 Jahre alt. Also ich bin nicht so wie Gronkh ein, sag schon, ein totaler Kenner oder einer, der das schon ewig spielt. Ich spiele das halt noch nicht allzu lange. Ich finde, Minecraft
Also 1.7.3 war, als es anfing, dass man essen musste. Das fand ich als erstes, war auch ein großer Nachteil, aber dann irgendwann gewöhnt man sich dran. Außer hier natürlich, hier bin ich fast immer schon am Hunger gestorben. Ich könnte außerdem jetzt etwas essen. Ja, gut. Bauen wir dich ab. Ja, und ich finde halt, teilweise finde ich es ganz cool, wie sich Minecraft so entwickelt hat. Ich wollte einen Eimer bauen. Ah, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Scheiße, Wasser. Ich habe kein Wasser, ich habe kein Wasser, ich habe kein Wasser. Nein. Ich will nicht sterben. Nein, 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 nein. Stirb nicht. Oh. Puh, das war knapp. Das muss unbedingt weg hier. Ja. Vor allem die 1.6 ist, hatte ja ein von vielen erhofftes oder eine Erweiterung, die viele erwartet haben und auch lange drauf gewartet haben teilweise. Also halt mit den Pferden. Man kann sich jetzt schneller einfach bewegen. Und ja, halt große Entdeckung. Nicht Entdeckung, aber große Schritte waren ja unter anderem der Nether. Das ist plötzlich eine Art. Ich nenne den Nether eigentlich immer Hölle, dass es eine Hölle gab. Dann The End. Also dass halt Minecraft sozusagen ein Ende bekommt, wobei es ja eigentlich kein Ende gibt, weil es ja ein unendliches Spiel ist. So wie Doodle Jump oder sowas. Ja. Na, aber eigentlich ist The End ja kein richtiges Ende. Das ist nur so ein Bossfight, wenn man so möchte. Das kam ja jetzt auch mit den Wizards, die die komplette Welt auseinandernehmen, wie ich gemerkt habe. Dann natürlich, es gibt jetzt für Rohstoffe XP. Also wenn man Kohle oder so abbaut, das ist auch cool, weil dann muss man nicht immer ewig auf die Level sparen, um zu verzaubern. Ja, natürlich XP. Also das mit dem Verzaubern ist echt cool. Was ich blöd finde, ist, dass man ja nicht weiß, was man da verzaubert. Das ist irgendwie blöd gemacht. Aber es gibt ja Mods für. Die habe ich zwar nicht drin, aber es gibt Mods. Und ein guter Tipp ist meist auf höchster Stufe verzaubern. Und dann so, dass. Da gibt es immer zwei Reihen, wo diese. Ich gern Horrorfilme, muss ich sagen. Also ein. Ich mag das einfach nicht. Ich bin da irgendwie nicht für geschaffen. Nein. Sag mal. Creeper. Oh. Wo kam der denn her? Ich will nicht. Oh, das mit den Sounds ist ja schlimm. Wo kommt ihr alle her? Was? Wieso? Wieso so viele? Wo kommen die denn alle her? Hier muss doch irgendein Spawner sein. Ach nee, es gibt ja so eine neue Funktion. Ach ja, 1.6. Wenn man Zombies angreift, spawnen in der Nähe noch mehr von denen. Also, die Monster sind in Minecraft deutlich anspruchsvoller geworden. Du stirbst. Also, ja, das ist schon fies. Und eigentlich hätte ich mir bis jetzt auch noch gar keine Rüstung gebaut, aber irgendwie finde ich die doch ein bisschen.